Schönen guten Morgen. Wenn ihr wollt, dass euer Morgen noch geiler wird, dann klickt mal auf den Link hier. Da kommt ihr nämlich zu unserer neuesten Podcast-Folge. Da haben wir sehr viel drüber gesprochen, was 23 abgehen wird, was für Projekte kommen werden, aber auch, wie wir das Jahr 2022 ausklingen haben lassen, wie wir Weihnachten verbracht haben. Alles haben wir euch eigentlich berichtet. Hört unbedingt rein, kostenlos und ohne Abo. Viel Spaß! Und mich haben sehr viele Leute gefragt, wie das mit der Meditation gestern geklappt hat. Und leider hat es gar nicht gut bei mir geklappt. Ich habe mir so eine Einschlafsmeditation für Anfänger reingezogen. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, boah, ich muss gleich noch die Kopfhörer aus meinem Ohr machen. Ich muss gleich mein Handy anschließen. Dann könnte vielleicht automatisch so ein neues YouTube-Video starten. Dann erschrecke ich mich durch die Werbung oder so, weil die ja oft lauter ist. So Gedanken hatte ich dann plötzlich in meinem Kopf. Aber so, es hat mich schon ein bisschen runtergebracht. Ich glaube, ich probiere das nochmal aus mit so einer halben Stunde vorm Einschlafen oder so. So irgendwas zum Runterkommen, weil das war, glaube ich, schon ganz cool. Ja, wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen habt, schreibt mir gerne mal. Aber war ja klar, dass ich wieder zu viele Gedanken in meinem Kopf hatte. Gib. Ah. Okay, und. Oh. Ui, Entschuldigung. Ich habe einen neuen Filter entdeckt. Ja, der macht den Mundwinkel jetzt nicht so schön, aber ich sehe die ganze Zeit so aus. Ja, auf jeden Fall hat Juli mir einen Zopf gemacht. Voll süß. Ich habe gefragt, ob er mir einen Flechtezopf machen kann. Richtig niedlich, oder? Nee, den mag ich. Das ist mein Liebling. Ich glaube, wir haben gestern so darüber gesprochen, warum wir alle so träge sind, müde und kaputt, und das ist einfach das Klima hier. Die Sonne kommt nie raus. Die war jetzt gerade wirklich 5 Minuten draußen und ich habe direkt mich reingestellt. Und das war's. Also man braucht echt Vitamin D. Oh, ich muss schon direkt gehen. Entschuldigung. Ich sag euch jetzt, wie es ist. Manchmal reg ich mich hier bei Instagram auf, aber ich will einfach nur noch, dass es coole, gute Vibes sind. Also, wenn man Instagram öffnet, ich fand es immer cool, wenn ich jemanden gefolgt habe, der so richtig, also der nicht so übertrieben, dieses Fake-mäßige, sondern einfach so gut Laune, lustig und irgendwas erzählt und mich unterhalten hat, während ich in der Bahn war. Ne? Ist doch einfach so. Ja, auf jeden Fall, ich erzähle euch einfach, was wir heute machen. Wir fahren jetzt gleich nach Düsseldorf, da wohnt meine Schwester, meine älteste Schwester. Die müssen jetzt bald wieder zurück nach Vancouver. Ihr Mann ist schon in Vancouver, der hat da Vorbereitung. Sie muss dann alles packen und die verschiffen das dann und so. Wow, völlig verrückt. Und die hat ja ein Neugeborenes, beziehungsweise ist mein Neffe jetzt 3 Monate alt. Und wir können es eigentlich nicht Babysitten nennen, wenn es unser Neffe ist, aber wir passen dann auf unseren Neffen auf, Juli und ich. Und oh, manchmal rede ich so viel, dass es dann einfach vorbei ist. Upsie. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall war ich da schon gestern. Und da sind auch diese süßen Hunde, die ich immer poste, Mila und Levi. Oh mein Gott, ey. Ich hätte so gerne einen Hund. Ja. Aber der Herr da oben hat eine Hundeallergie. Naja, ist nicht so schlimm. Ansonsten hoffe ich, ihr habt alle einen schönen Tag. Und ab und zu kommt die Sonne raus. Jetzt gerade, glaube ich, kommt die. Ja. Und geht spazieren. Ich weiß nicht. Macht irgendwie was für euren Körper. Glaubt mir, das tut immer gut. Ich habe gerade Yoga gemacht und es ist wirklich anstrengend. Yoga ist richtig anstrengend. Und ich mache ein neues Gewinnspiel. Und zwar diesmal mit dem Max und mit seiner Freundin Charlotte. Und zwar verlosen wir 10.000 Euro Bargeld. Und ein Gewinner bekommt 5.000 Euro und sind 25 mal 200 Euro. Und ein iPhone und ein MacBook. Wirklich so cool. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist mir zu folgen. Max und Charlotte. Und ja, Max und Charlotte sind 22 und 23 und haben ihre eigenen Firmen. Also wirklich sehr cool. Guckt euch mal die Profile an. Das sind wirklich sehr coole Unternehmer. Und ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg und viel Glück und viel Spaß beim Gewinnspiel.